www.kindernetz.de. An der Stelle gerade mal kurz. Sieht ganz so aus, als würde ich vor etwas weglaufen. Dem ist aber gar nicht so. Ich laufe etwas hinterher. Nur was? Klingt wie ein Bär, oder? Aber ob es auch ein Bär ist? Was auch immer es sein mag, wann immer ich nah rankomme, rennt es weg. Da, schon wieder das Geräusch. Oh. Mist, wo ist es jetzt? Da ist eine Spur. Aber zu welchem Tier gehört die? Muss auf jeden Fall ein großes Tier sein. Die Spur führt nach da. Okay, da geht's lang. Moment, dort hinten ist was. Könnte das sein? Sind das Bisons? Das kann doch gar nicht sein. Bisons gibt's doch nur in Amerika. Bin ich etwa schon so weit gelaufen? Ich bin einfach nicht nah genug dran. Aber wenn ich jetzt wieder näher rangehe, dann laufen sie wieder weg. Mist aber auch. Hey, Moment. Ja, ich glaube, das ist die Idee. Von dort oben kann ich bestimmt viel besser sehen. Wenn man auf Expeditionen geht, darf ein Kletterseil natürlich niemals fehlen. Und ein Tannenzapfen. Wozu ich den brauche, werdet ihr gleich sehen. Hey! Perfekter Wurf, würde ich sagen. Jetzt kommt das Schwierigste. Raufklettern. Aber für einen der weltbesten Raufkletterer wie mich ist das gar kein Problem. Ja, seht ihr, so einfach ist das. Jetzt nur noch ein kleines Stück. Und dann, hey, Moment, was ist da oben los? Nein, nicht! Ah! Aua, Mist, mein Bein. Oh, und jetzt auch noch mein Kopf, Menno. Au, 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 au. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Ja, bestimmt ist mein Bein gebrochen. Aua, jetzt kann ich nicht mehr laufen. Aua. Hey, was, wenn mich jetzt hier keiner findet? Hallo? 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 Dabei war ich so nah dran. Blödes Bein. Tut gar nicht weh. Tut überhaupt nicht weh. Tut gar kein bisschen weh. Ist wohl doch nicht gebrochen. Hey, ich glaube, das kommt von da. Hoppla, wohin so schnell? Den Bisons hinterher, wenn es denn überhaupt Bisons sind. Nein, es sind keine. Keine Bisons, ja was denn dann? Es sind Wisente.
Wisente? Aber Wisente leben doch hier in Deutschland gar nicht in freier Natur. Doch, hier im Rothaargebirge schon. Das ist die einzigste freilebende Herde in Westeuropa. Aha. Und wer wissen möchte, wo das Rothaargebirge liegt, bitte schön, hier, guckt mal, es liegt ungefähr in der Mitte von Deutschland. Ich bin übrigens Jochen, der Wisent-Ranger. Ah, und ich bin übrigens Olli, der Tierexperte und bei dem Wetter hätte ich jetzt auch gern so eine tolle, schicke Mütze wie du. Ich glaube, da kann ich was für dich tun, Olli. Wie? Ich guck mal da. Echt? Ich habe von gestern noch eine in der Tasche. Hey, super! Hey, danke für die Mütze. Moment mal, wenn du Wisent-Ranger bist, dann kannst du mir doch bestimmt zeigen, wo ich die Wisent-Herde finden kann. Das könnte ich. Aber Wisente sind Fluchttiere, das ist nicht so einfach. Ah, ja, aber wir könnten es doch versuchen, oder? Ja, das könnten wir. Okay, dann laufen wir los. Stopp, 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 nicht so schnell. Sonst sind sie gleich wieder weg. Ja, und was machen wir jetzt? Wir schleichen uns am besten an. Okay, machen wir. Guck mal da, da sind sie. Oh ja, stimmt, Jörg. Boah, du, dass Wisente groß sind, ja, das wusste ich, aber dass das solche Kolosse sind. Wahnsinn. Die sind ja mindestens so groß wie du und ich zusammen. Der Wisent ist das größte Landsäugetier Europas und wird auch der europäische Bison genannt. Ah, du, die Indianer, die haben doch früher Bisons gejagt, oder? Ja, die haben Bisons gejagt, aber sie haben immer schön aufgepasst, dass noch welche übrig bleiben. Ah, das heißt, der Bison ist nicht vom Aussterben bedroht? Nein, der Wisent ist vom Aussterben bedroht. Und deshalb haben wir hier im Rothaargebirge wieder Wisente angesiedelt, dass sich die wieder in Freiheit wie Wildtiere verhalten können. Ah, super. Pass mal auf, hier kannst du vielleicht noch besser durchsehen. Mein Fernglas. Oh ja. Sag mal, Jochen, haben Wisente denn gute Augen? Sie können nicht so gut sehen, sie können viel besser riechen. Viel besser riechen? Da riecht auch was, warte. Oh, das bin ich, der so riecht. Hey, das kleine Wisent stößt ja ständig das große. Warum denn? Das kleine Wisent trinkt noch bei seiner Mutter und dadurch stimuliert es den Milchfluss. Das heißt, das wird noch gesäugt? Ja, das ist noch so jung, dass es noch gesäugt wird von seiner Mutter. Wie lange wird denn so ein Wisent gesäugt? Circa 8 bis 10 Monate. Wie viele junge Tiere gibt's denn in der Herde? Seitdem die Herde frei ist, haben wir 5 Jungtiere. 2 vom letzten Jahr, 3 von diesem Jahr. Boah, ist ja super. Dann wächst die. Haha, finde ich toll. Huch. Hey, Jochen, was macht denn der Wisent da mit dem kleinen Bäumchen? Der hat Juck. Der hat Juck? Du meinst, den juckt's am Kopf und weil er mit seinem Hufen nicht da hochkommt, kratzt er sich an der Tanne? Genau. Ah. Ich hab sowas von Juck, 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 Juck. Oh. Entschuldigung. Hey, kann ich Fernglas noch mal haben? Boah. Du Jochen, warum leckt denn der da am Baum? Die Wisente haben jetzt etwas Ruhe und Langeweile und die Kuh versucht etwas Rinde abzunagen und kaut die dann so wie du vielleicht einen Kaugummi. Hm, okay. Sag mal Jochen, ist das nicht gefährlich für Menschen, wenn die Wisente hier frei rumlaufen? Nee, ein Wisent ist auch nicht gefährlicher wie ein Hirsch. Bist du dir da sicher? Ja, Wisente sind wie gesagt Fluchttiere und laufen weg, wenn die den Menschen sehen. Na, dann ist ja alles prima. Nicht ganz. Die Wisente, die hier leben, die waren ja vorher alle in Gehegen und sie müssen erstmal die natürliche Scheu zum Menschen wiedererlangen. Ach so. Aber du, da kann ich dich beruhigen. Also jedes Mal, wenn ich auch nur in die Nähe kam, sind die sowas von weggerannt.
Gar kein Problem. Ja, wenn ich ein Wiesent wäre und würde einen Löwen mit grünen Haaren sehen, würde ich auch weglaufen. Quatsch. Überhaupt nicht. Pass mal auf, ich zeig mich jetzt mal und dann wirst du sehen, dass die überhaupt nicht weglaufen. Oh Mist! Im Moment, die rennen tatsächlich weg. Wir müssen hinterher rennen. Stopp, stopp, nicht so schnell. Du weißt doch jetzt, Wiesente sind Fluchttiere. Oh stimmt, wir müssen schleichen. Genau. Na klar, wir schleichen ganz leise. Und siehst du sie schon, Jochen? Im Moment noch nicht. Okay. Jochen, warte, stopp, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ach, ist der Schnee tief. Also so stark, so viel Kraft wie ein Wiesent habe ich nicht, aber du siehst so kräftig aus. Könntest du mich vielleicht ein bisschen tragen? Ja, komm, Huckepack. Okay. Okay. Ach ja, so ist angenehm. Super. So lässt sich's gut laufen. Du bist echt stark, wow. Hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Jochen, ich meine, was passiert eigentlich, wenn ich hier mal so im Wald spazieren gehe und komme so einem Wiesent ganz nah? Was passiert denn da? Ich kann dir mal was zeigen auf meinem Handy. Okay. Und dann erzählt mir Jochen, dass sie immer wieder Versuche machen müssen, um herauszufinden, ob die Wiesente denn auch ihre Fluchtdistanz einhalten. Hier haben sie zum Beispiel so getan, als ob sie Spaziergänger wären, die sich langsam den Wiesenten nähern. Naja, und je näher sie kommen, desto unruhiger werden die Tiere. Und schließlich rennen sie alle weg. Ja, und das beweist, dass die Wiesente langsam ihre natürliche Scheu wiedererlangen. Naja, und es beweist außerdem, dass sie nicht nur vor kleinen Löwen wegrennen. Ja. Du Jochen, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück mit deinen Wiesenten und hoffe, dass sich eure Herde noch vermehrt, dass die nicht mehr vom Aussterben bedroht sind. Und jetzt hätte ich noch eine Kleinigkeit für dich. Bleib doch mal hier. Achtung, hier kommt was angeflogen. Hey! Ha, nimm das! Na warte, ich habe keine Fluchtdistanz. Au, oh, Mist! Hihi, schon wieder Treffer. Oh, aua. Da, nimm das. Bitte schön, da kommt noch einer und noch einer und noch einer. Da hast jetzt, du. Na warte, das gibt Saures. Hier ist noch einer. Und hier, da. Schon wieder ein Treffer. Mann, bist du gut, Jochen. Aber ich habe noch eine Überraschung für dich. Warte, Moment. Hier kommt mein letzter Treffer. Danke! Bitte! Tschüss!